Hallo ihr Lieben, in dem heutigen Video möchte ich euch ein neues veganes Kochbuch vorstellen. Und zwar das Vegan Lecker Lecker Teil 2. Das sieht so aus. Viele von euch haben es sicherlich schon auf Instagram oder Facebook bei mir gesehen, weil ich es da direkt auch am Montag schon gepostet habe, als es mit der Post dann endlich bei mir zu Hause war. Viele von euch kennen sicherlich auch den ersten Teil, den hatte ich ja bereits hier schon mal auf meinem Kanal vorgestellt. Das Video dazu findet ihr unten in der Infobox und ich verlinke es euch hinten auch nochmal in der Endcard, falls ihr das noch nicht kennt. Und ja, das Buch habe ich dann direkt am Montag bekommen, habe euch dann direkt gefragt, ob ihr schon eine Vorab-Review haben wollt. Das heißt also eine Review, bevor ich wirklich Rezepte daraus nachgekocht habe, um euch einfach so meinen ersten Eindruck zu zeigen, weil ich ja mittlerweile schon wirklich sehr viele Kochbücher habe, sehr viele Kochbücher hier vorgestellt habe. Deswegen habe ich langsam so für mich so ein Gespür bekommen, ob ein Kochbuch wirklich gut ist oder halt nicht. Und ich muss dazu sagen, dass ich mir das Kochbuch einfach so geholt habe, ohne wirklich vorher zu wissen, was enthalten ist, weil es gibt einfach mittlerweile Kochbücher oder Autoren oder Kochbücher in verschiedenen Verlegen, wo ich einfach weiß, dass das einfach gut sein wird. Und so muss ich sagen, ist mein erster Eindruck wirklich super positiv von dem Kochbuch. Ich habe es dann doch eher anders gemacht. Ich habe am Montag direkt ein Rezept nachgekocht, habe mir auch schon eine Einkaufsliste geschrieben für noch zwei weitere Rezepte, habe dazu einen Foodhaul gedreht, der jetzt wahrscheinlich am Ende der Woche nochmal online kommt, weil ich einfach ja so super viel Spaß hatte bei dem Durchblättern und einfach so gespannt war, ja, und es gar nicht wirklich erwarten konnte, halt ein Rezept daraus nicht zu kochen. Deswegen kann ich euch zu einem Rezept schon was sagen, habe mir natürlich so auch viele Stichpunkte gemacht, Sachen, die ich euch jetzt einfach erzählen möchte und ja. Vorab, das Kochbuch ist natürlich jetzt vor kurzer Zeit erst erschienen. Es kostet 8,90 Euro. Einen Link, wo ihr das Kochbuch bestellen könnt, packe ich euch auch unten in die Infobox. Es ist diesmal von einem anderen Autoren geschrieben, wobei er das Kochbuch halt nicht alleine geschrieben hat, sondern halt viele Rezepte sich von Freunden geholt hat oder halt einfach so seine Variante von altbekannten Klassikern dann veganisiert hat. Zu dem Aufbau lässt sich sagen, dass ihr zunächst einmal ein kleines Vorwort findet, was wirklich nicht lang ist, was ich persönlich sehr gut finde, weil es mittlerweile in so vielen Kochbüchern so ein langes Vorwort gibt, dass man das einfach nicht nochmal wiederholen muss. Die Und Tricks-Seite finde ich eigentlich ganz nett, weil hier viele nützliche Tipps für das Kochen und Backen dabei sind, die ich so auch noch gar nicht wusste, die man sicherlich mal sich durchlesen kann. Das Kochbuch ist in vier verschiedene Kapitel unterteilt und zwar ist das erste Vorspeisen und Snacks, dann Hauptspeisen, dann Süßgerichte und Süßspeisen und das letzte und eher etwas außergewöhnliche Kapitel ist Mach's dir selbst. Zu den einzelnen Kapiteln möchte ich euch gleich nochmal etwas sagen. Es sind insgesamt 129 Rezepte enthalten. Ganz am Ende findet ihr auch noch so kleine Tipps zum Kochen, aber auch wirklich nur sehr wenig. Und nochmal wirklich der Inhalt oder die Rezepte in verschiedene Eigenschaften sind dort unterteilt. Das heißt, für jedes Rezept findet ihr dann nochmal eine Tabelle, die nach Schwierigkeit sortiert ist, beziehungsweise dann bewertet ist nach Zeit, also nach Aufwendigkeit, dann zuckerfrei, glutenfrei, sojafrei oder roh. Das finde ich wirklich sehr praktisch, das jetzt einfach mal so im Überblick zu haben. Und das ist auch wirklich sehr schön gemacht und ich bin wirklich überrascht, dass hier so viele Rezepte enthalten sind, weil das ja wirklich ein sehr günstiger Preis ist und ihr dafür einfach so viele Rezepte habt, was sich so mit keinem anderen Kochbuch irgendwie ja vergleichen lässt. So, nun kommen wir aber mal zu dem ersten Kapitel und zwar sind da hauptsächlich Frühstücksideen, Salate und Suppen enthalten. Und alleine schon beim Durchblättern habe ich gemerkt, dass es einfach wieder... Ja, man fühlt sich einfach zu Hause, wenn man dieses Buch in den Händen hält, weil man einfach genau weiß, ja, wie die Zutaten aufgeteilt sind, wie die Zubereitungsart gemacht ist. Und alleine dadurch, dass es halt auch immer steht, wie schwer das Rezept ist, beziehungsweise wie lange ihr dafür braucht und auch welche Menge das ergeben soll, finde ich das einfach super transparent und wirklich sehr gut gemacht. Einige Klassiker, die ich hier so gelesen habe, waren direkt als erstes zum Beispiel der Blaubeerporridge oder nussiger Apfelquinoa, was dann natürlich
Frühstückssachen sind die Malzbierpfannkuchen mit Äpfeln, Rosmarin und Ahornsirup. Fand ich auch sehr interessant. Dann natürlich wieder sehr leckere, teilweise Rohkostsalate, wo die Dressings wirklich außergewöhnlich sind, beziehungsweise ja, einfach etwas Besonderes sind zu dem, sag ich mal, eher nicht langweiligen, aber eher normalen Salat, wie zum Beispiel bei dem Rucola-Salat ein Mandel-Balsamico-Dressing. Oder ihr habt dann später auch bei einer, genau, Erdnuss-Limetten-Dressing oder ein Schwarztee-Maronen-Dressing, was ich wirklich sehr besonders finde und ich das auch gerne mag, verschiedene Dressings zu den einzelnen Salaten zu essen. Hier habt ihr zum Beispiel auch noch einen Fruchtsalat, wo ihr ein Bananen-Mango-Joghurt-Dressing habt, was ich wirklich auch sehr lecker finde. Ihr habt herzhafte Muffins, gebackene Süßkartoffeln, dann noch Suppen sind teilweise mit dabei, eine Anti-Erkältungs-Wohlfühlsuppe mit Petersilienklößchen, Gluten-AD-Brötchen. Was mir auch so beim Durchblättern aufgefallen ist, ist einfach so dieser Humor, der in dem Buch steckt. Also alleine ein Rezept halt Gluten-AD-Brötchen zu nennen, finde ich einfach total klasse, oder halt einfach Anti-Erkältungs-Wohlfühlsuppe. Es macht dann halt einfach Spaß, sich mit diesen Rezepten dann auseinanderzusetzen. In dem Kapitel Hauptgerichte habt ihr natürlich hauptsächlich Rezepte zu Burger-Variationen, Nudelngerichte oder halt auch einige Klassiker sind enthalten, wie zum Beispiel ein Chili, was ja auch in dem ersten Buch schon drin ist. So ist es jetzt hier, Chili 2.0. Dann habt ihr ein Rezept für einen Döner oder halt eins für Lasagne. Es sind dann schon wirklich sehr viele Basic-Sachen dabei, die noch ein bisschen anders zubereitet sind. Ich hatte mir hier drei Rezepte aus dem Bereich Hauptspeisen rausgesucht, wozu ich das erste auch schon am Montag gemacht habe. Ich suche es mal gerade schnell raus, was wirklich sehr lecker, sehr einfach und auch sehr günstig war. Was dann ja doch immer schwer ist im Alltag, gerade weiß ich das durch das Feedback von euch, dass ihr euch wirklich schnelle, einfache und auch günstige Rezepte wünscht, was ich natürlich in der Woche jetzt, gerade wo es bei mir super stressig ist, auch immer dann ganz gerne habe. Und zwar habe ich mir das Rezept Makmur, wie auch immer das genau ausgesprochen wird. Und zwar ist das ein Eintopf der libanesischen Küche, der hauptsächlich aus Auberginen und Kichererbsen besteht. Das war wirklich sehr lecker. Dazu habe ich euch auch direkt ein Video gedreht. Dann habe ich mir für heute einmal die Pinien-Gemüsepenne ausgesucht mit Brokkoli und Bohnen. Auch wirklich ein sehr einfaches Rezept mit sehr wenig Zutaten. Und dann soll es am Ende der Woche noch dieses scharfe Erdnusswunder geben. Das ist eher so ein, hat mich sehr an ein Chili erinnert, dann aber noch mit Erdnussbutter verfeinert und noch mit einem Weißkohl. Das fand ich wirklich sehr klasse. Das waren so die Highlights aus dem Bereich Hauptgerichte für mich. Also wirklich sehr viele Nudelgerichte. Aufläufe, aber halt auch so Klassiker sind dabei, die halt auch in keinem Kochbuch fehlen dürfen, wenn man das halt, gerade wenn man noch nicht so viele Kochbücher hat, ist das dann natürlich super interessant. Dann kommen wir zu dem Bereich mit dem Süßspeisen. Da habt ihr hauptsächlich natürlich Kuchen, Cookies, Cupcakes, Muffins, allerdings auch einige Eissorten und natürlich einige Dessertvarianten, so zum Beispiel eine Mangocreme. Welcher Kuchen mich direkt fasziniert hat, war der Mandel-Schokokuchen, der ohne Mehl, Kristallzucker und Zusatzfett auskommt, wozu ich euch definitiv auch nochmal ein Video drehen werde. Dann eine Tiramisu-Torte, ein Avocado-Mousse au Chocolat, ein Käsekuchen, Schoko-Chili-Cupcakes, dann sehr lustig vegan for fat Chocolate Chip Cookies bzw. Kekse. Alleine der Name, also den Humor finde ich wirklich ganz gelungen und super. Es macht einfach Spaß. Dann eine Haselnuss-Nougat-Torte. Ich habe am Wochenende Geburtstag und hatte eh vor, eine Nougat-Torte zu backen. Hatte mir auch selbst schon mal mein Rezept so zusammengeschrieben, wie ich das haben möchte. Als ich das aber dann das Rezept hier gesehen habe, dachte ich mir, ja, das ist doch jetzt die perfekte Möglichkeit, um dann mal direkt diese Haselnuss-Nougat-Torte auszuprobieren. Ich hoffe wirklich, dass sie gelingt, aber es hörte sich schon mal ganz gut an und hörte sich auch relativ einfach an. Und viele verschiedene Sachen ja zu den süßen Desserts, natürlich Panna Cotta, Lebkuchenpudding, Spekulatius, also auch ein bisschen Weihnachtsplätzchen sind drin, aber halt nicht allzu viele. Und dann kommen wir zu dem letzten Kapitel, was ich so, glaube ich, auch noch nicht in einem anderen Kochbuch gesehen habe, und zwar das Mach's dir selbst Kapitel, was ich natürlich
als allererstes sehr lustig anhört, wo einfach super viele praktische Tipps drin sind, damit ihr halt einfach schneller, einfacher und vor allem auch kostengünstiger kochen bzw. backen könnt. So habt ihr hier ein Rezept für Schnitzel, also das sind eher so die Basic-Sachen. Dann habt ihr verschiedene Rezepte zu verschiedenen Milchsorten, also Reismilch, Kokosmilch, Haselnussmilch, Hafermilch, dann ein Seitan Loves You Aufschnitt oder Pesto-Variation, dann Käsesorten, Gyros, eine Lebenswurst bzw. dann halt eine Leberwurst. Und dann noch ein ganz interessanter Teil hier in diesem Kapitel mit Rezepten zu verschiedenen Riegeln. Also so habt ihr einen Jolly Roger Riegel, was mich sehr an Bounty erinnert. Schoko-Haselnuss-Pralinen, Nougat, Karamellkeks-Riegel und so weiter und so fort. Also viele altbekannte Klassiker wie Bounty, Raffaello, Twix und was es da nicht noch alles normalerweise an unveganen Sachen gibt. Habt ihr hier ein Rezept drin, was natürlich jetzt am Ende des Kapitels ist? Ja, zusammenfassend kann ich euch nun sagen, dass ich euch das Kochbuch uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Alleine für 8,90 € könnt ihr natürlich nichts falsch machen. Aber ganz abgesehen von dem Preis enthält dieses Kochbuch einfach super viele, super interessante Gerichte und ist gerade super für den Alltag. Dann, wenn ihr schnell, einfach und auch günstig kochen möchtet, ist das wirklich ein sehr gutes Kochbuch und ein wirklich sehr gelungenes Kochbuch. Es sind zu fast jedem Rezept Bilder vorhanden, außer natürlich zu den einzelnen Milchsorten oder ja, Sachen, wo es halt wirklich klar ist, wie es aussieht, aber ansonsten habt ihr durchgehend Bilder. Ich muss dazu sagen, dass die Bilder jetzt nicht besonders ansprechend sind, beziehungsweise nicht vergleichbar sind mit den Bildern, die ihr sonst in etwas teureren Kochbüchern findet, wo dann halt auch einfach ein ganzes, ja, Team dahinter steckt und die Sachen dann fotografiert. Ihr bekommt einen Eindruck, wie das Ganze aussehen soll, was wirklich sehr hilfreich ist. Ich mag keine Kochbücher, in denen keine oder nur sehr wenig Bilder vorhanden sind. Es sind natürlich jetzt keine hochauflösenden Bilder. Das muss ich euch dazu sagen. Dafür wird sehr auf Nachhaltigkeit Wert gelegt. Das Papier fühlt sich auch sehr gut an. Das ist auch kein Hochglanzpapier. Wirklich ein sehr, sehr gelungenes Kochbuch, was ich euch so allein auch wegen dem Humor, wegen der Vielfalt, wegen den tollen und auch teilweise anspruchsvolleren Rezepten euch wirklich weiterempfehlen kann. So, nun bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt. Hinterlasst mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr euch den zweiten Teil des Klassikers schon gekauft habt oder ob ihr euch jetzt den kaufen würdet und ob ihr vielleicht den ersten Teil habt. Den werde ich euch jetzt auch nochmal einblenden. Schaut doch da mal vorbei, falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt. Abonniert meinen Kanal, besucht mich gerne auf meinen sozialen Netzwerken, damit wir uns dort auch weiterhin so toll austauschen können. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!